Weg. Weg. 5, noch was. Okay, mache ich da einen hin und da dann gleich noch einen. Baum. Stromzeug. Schneller, schneller, schneller. So. Da. Dann die Kohle einsacken, mit der Kohle unten das Eisen befeuern, mit dem neuen Eisen mehr Fließbänder bauen und dann ist das da oben automatisiert. Und dann kann ich nach und nach die Kohle ebenfalls... Nee, muss ich gar nicht nach unten bringen. Ich muss dann anfangen, auch die hier zu ersetzen durch automatische Drills und dann nur die Strommasten nach unten setzen. Okay. Du bau die, die auch nicht reichen werden, vermutlich. Das muss eh noch erstmal hier ran, damit auch das oben angeschlossen ist. Sehr gut. Und die sind super abgedeckt. Also dieser eine da läuft nicht mehr mit 20% Auslastung. Schön. Sehr schön. Was ich allerdings auch machen sollte, ist demnächst die erste Forschung angehen. Jetzt haben wir da bald ein Problem. Wie viel Sprit habt ihr noch? Nicht mehr. Wow. Das ging mal schnell hoch. Oh, ich liebe automatische Sachen. So. Eisen. Klappt. Wie viel Zeug habt ihr noch? Brennmaterial. 20. 20. Hi. Fließbänder. Fließbänder. Das sollte jetzt aber reichen. Super. Ich gehe nicht zum Kupfer, das ist deprimierend, weil ich habe keinen Brennstoff mehr. Schnappt immer das. So, und jetzt hier das Ganze so machen. So. Ta-ta-ta-ta! Mein Perpetuum mobile. Nein, nicht wirklich. Aber wir haben jetzt eine durchgehende Stromversorgung. Für die Sache schon mal. Das heißt, ich brauche jetzt recht viele von den Big Wooden Pole? Ah, das ist ein Äquivalent zu dem großen Strommast. Also die, die über lange Strecken Strom verteilen. Wäre also hier gar nicht mal so schlecht, oder? Nee, ich brauche eh eine komplette Abdeckung später. Muster und so, ne? Kennt ihr ja schon. So, und hier kommen jetzt gleich die ersten automatischen Drills hin für Eisen. Bau. Was fehlt? Eisen. Und Holz, ja. Ich habe nicht so viel Holz hier. Und das, was da ist, sollte eigentlich auch da bleiben. Jedenfalls ein Teil davon. Damit Smog kein Problem ist. Das hatte ich nämlich in der letzten Staffel gar nicht das Problem, weil es gab keinen Smog bei Hardcoreo. Jedenfalls nicht so wirklich. Hier muss ich eventuell wieder auf Ökogon gehen. Ich sollte übrigens auch mal die Umgebung ein wenig erforschen. Dann kann ich euch nämlich auch zeigen, wie die Basen inzwischen aussehen. Also nicht nur, dass sie viele HP haben und so gestaltet sind, dass man nicht sie am Anfang knacken kann. Außer macht halt Tower Crawling und was weiß ich. Nein, 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 nein. Es sind auch noch 10-mal so viele Biter um die rum. Und das ist kein Scherz. Das sind wirklich so 30 Stück oder so pro Spawner gefühlt. So, da zwei Electronic Drills. Nom. Oh, sehr schön. Ich glaube, ich baue hier noch einen hin. So, und da wahrscheinlich später auch noch einen, auch wenn es kaum Yield hat. Aber ne? Man kann es ja. So. Du. Ach so, hier müsste ich jetzt theoretisch auch mit Fließbändern arbeiten, weil das Ding produziert gerade 9,3 pro Sekunde. Da würde so ein Teil nicht hinterherkommen. Aber jetzt nicht, später. Oder staut sich das sehr schnell? Geht so, ja. Nee, ist vertretbar. Okay, dann bauen wir mehr davon. Dann brauche ich als nächstes wieder Kupfer. Fürs Kupfer habe ich genug Kohle, ja. Ja, Kohle. Da. Das traurige Ding. Du
Hälfte da, Hälfte da, Herd. Das reicht jetzt hoffentlich für genug Strommäste nach da unten. Ja, ja, ja. Weg, 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 weg und Drill da, da. Wo ich gerade dabei bin, mach da auch noch einen. So. Das sieht doch schon mal ordentlich aus. Und weiter nach da. Drüben. Das Tin hier brauchte ich für Bobkram. Das heißt, da werde ich auch recht schnell ran müssen. Tin und Blei. Du bist wieder Eisen. Blei halt nur diese komischen Frisselfelder. Müssen wir nachher mal schauen. So, einmal hier durch und dann links und rechts jeweils die Dinger aufbauen. Die Felder da, ja. Mit 30% Yield. Ah, da ist auch noch was. Ja, doch, doch, das ist okay. Da sind sogar noch größere. Ist auch alles noch innerhalb der Mauern. Ja, das könnte echt gut abgehen. Was ich jetzt allerdings nicht sehe, ist sowas wie Kobalt. Das brauchten wir damals noch recht viel. Und Ardite. Aber das könnte Teil von Ditec gewesen sein. Und dementsprechend nicht mehr drin. Müssen wir da mal schauen. So, du... Mach mal da und da jeweils einen hin. Dann davon welche. Ich muss unbedingt Steine demnächst abbauen. Hier muss auch gleich wieder Kohle rein. Ja. Und dann Ärmchen. Dum, dum, dum. Ärmchen und Fließband. Fließband hier. Damit wir das nach da oben irgendwo bringen können. Dass alles schön irgendwo gelagert wird. Wo ist erstmal vollkommen egal, das wird alles umgebaut in den nächsten Folgen. Später im... Also sobald alles sicher ist, fange ich ja an, die Sachen umzubauen, dass es effektiver ist. Jetzt muss am Anfang erstmal nur da sein und Ressourcen generieren. Ja, und du kannst jetzt weg. Wir haben jetzt die Jungs hier hinten. Das heißt, da ist wieder Kohle für euch. Kohle für euch. Ärmchen. Die Burning Miner Drills kann ich nicht zerlegen. Oder wurde Recycler Mod übernommen? Ja, Forschung muss ich auch gleich anfangen. So viel zu tun, so viel zu tun. Du, da. Rein, rein. Und so, sind schon da, fast. Ja, machen wir kurz hier durch. Und dann kommt das Ganze... Ist da eine Abdeckung? Nö. Mach's einfach erstmal hier. Ist jetzt nicht besonders weit, dass es gekommen ist, aber hier bitte einlagern. Das heißt, hier kann ich mir jederzeit Kupfer abholen. Und dim, dim, mehr Ärmchen. So. Und hier lang da irgendwo hin, kommt in die Kiste hin fürs Eisen. Damit ich nicht mehr alle drei da anklicken muss. Bau, Fließbenau, 56 Stück, sehr schön. So, Laboratorium, Bau, ja, zwei. Und dann fangen wir da an mit roten Tränken. Was wird zuerst erforscht? Und ja, es sieht alles sehr wüst aus. Es wird bestimmt lustig. Gottmodule sind übrigens auch wieder dabei. Bin ich noch nicht ganz sicher, wie ich die handhaben werde. Eventuell ignoriere ich die auch komplett. Je nachdem, wie es vom Balancing her herhaut. Recht viel davon sind auch neue Vanilla-Symbole. Also das jetzt nicht unbedingt, aber ein paar davon. Das ist auch Bob-Modules. Und hier unten, das Ding ersetzt Landfill indirekt. Damit kann man Brücken und so weiter bauen. Und Burggräben. Ich weiß jetzt nicht. Also wenn die Viecher wirklich nicht durch Wasser können in diesem Modpack, dann ist ein Burggraben sehr überpowered. Müssen wir mal schauen.
Super, in die Richtung. Kiste. Ärmchen. So, also hier um das Tinfeld rum, ich habe keine Ahnung warum, werden jetzt meine Ressourcen eingelagert. Und die Forschungslabore kommen gleich, die bapp ich dann einfach irgendwo hier neben. Wie schaut's, wow. Wie schaut's bei der Kohle aus? Sehr gut. Aber der eine hier kommt fast nicht hinterher. Das heißt, ich brauche als nächstes dich davon ein. Was brauchen wir, um mehr zu bauen? Eisen. Ja, hole ich gleich ab. Nom. Aber für den Anfang, wir sind noch unter einer halben Stunde Spielzeit. Sind bei 25 Minuten. Sieht da sehr gut aus. Sonst hatte ich immer erst am Ende der zweiten Folge gerade mal Stromversorgung. Jetzt haben wir hier schon ordentlich Automatisierung und Ressourceneinlagerung und. Aber auch langsam ein bisschen Übung drin, ne? So, Labor 1 ist fertig. Setz dich einfach mal dahin und erforsche. Ja, erforsch bitte zuerst mal Waffen. Weil der Feind jagt mir Angst ein. So, nächstes Labor. Jetzt brauche ich 10 rote Tränke für das erste. Könnte ein bisschen dauern. Achso, ihr werdet jetzt versorgt mit übermäßig viel Kohle. Nein, 100. Das ist schon zu viel, ja. So, bam, 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 bam. Hier müsste Theoretisch auch irgendwo eine Kiste hinbauen, um den Überschuss wegzufangen. Brich die bitte mal ab und mach zuerst die Stromgenerierung, weil ich will nicht, dass jetzt irgendwo Strom ausfällt. Und jetzt wieder rote Tränke. Zack. Das muss ich gucken, wie später aufgeht. Hier zwischen kommt dann theoretisch nachher eine Ruhe und dann wieder zwei von denen und so geht es dann weiter nach unten. Ich weiß nicht, wie viele Boiler wir brauchen, um wie viele Turbinen zu betreiben. Das werde ich dann auch erst später rausfinden alles. Und ihr füllt euch automatisch immer noch nur bis 5. Das ist schade, ja. Lässt sich aber wohl erstmal nicht ändern. So, wie viel Tränke habe ich? Ah, genug. Zack, 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 zack. Und dann haben wir gleich innerhalb der ersten 2 Folgen schon eine Submachine Gun. Nicht, dass ich damit wirklich irgendwas anfangen könnte. Aber falls ich mal angegriffen werde, kann ich mich wenigstens einigermaßen verteidigen. Jetzt werde ich aber rumhuschen, die Umgebung ein bisschen aufdecken, damit ich weiß, wo Mauern mehr Sinn machen würden. Hau noch ein bisschen Holz für die Grisselbretter. Die brauchen ja jeweils immer so ein Holzdingens. Und um eine Basis mal zu finden, um euch die zu zeigen. Wow. Da ist das Unicom-Zeug. Oh. Ja, guck dir das mal an. Okay, zugegeben, hier sind auch recht viele Spawner. Aber selbst wenn das nur die Hälfte der Spawner wäre, wären trotzdem so viel Wuselkram da. Und die... Sind da schon Würmer bei? Ja, kleine Würmer. Uah, eklig. Also nicht Ekel von Würmern, sondern Ekel von der reinen Anzahl an Viechern, die da drin sind. Da ist Bauxit, da oben ist die nächste Basis. Da ist ganz viel Tenemut. Tenemut ist das Zeug, was man jetzt braucht für die Replikatoren. Rotil war für Titan, ja. Forschung ist durch, sehr schön. Also, Submachine Gun kann gebaut werden. Bitte erforsche. Die brauchen blaue Bretter, das kann ich noch nicht bauen. Nee, erforsch lieber mal eine einfache Rüstung. Go. Werde ich aber erst bauen können. Oder erforschen können, wenn ich wieder zu Hause bin, weil die ganzen Science Packs dabei sind. So. Da haben wir Edelsteine, ein schönes Kupferfeld. Da ist das Gold. Gold! Auch wenn du ein bisschen zu gelblich bist für meinen Geschmack. Wobei es geht. Ja, was schönes Gold. Unendlich viel Gold. Was haben wir da? Da haben wir Silber. Das brauchten wir auch für Hightech-Zeug später. Noch, boah, richtig viel Gold. Zink, Galena. Ja, doch, ist eine schicke Ecke. Werde ich nach und nach alles erobern. Mit Mauern und Türmen und Fließbändern. Aber die... Oh. Oh, bitte lass da unten zu sein. Bitte lass da unten zu sein. Bitte lass da unten zu sein. Ja, ist zu.
Okay, das heißt, ich muss da noch eine Mauer machen, da eine Mauer und da eine Mauer. Dann ist das Ganze hier unten mir. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Bau. Submachine Gun. Dann gönne ich mir was mit einer kleinen Käffchenpause. Und in der nächsten Folge geht's fleißig weiter mit Expansion. Da wir ja endlose Ressourcen haben, kann ich hier jetzt überall die Mining Drills hinbauen, um dann richtig schön viel Eisen und Kupfer zu bekommen. Dementsprechend dann auch mehr Mining Drills hier oben bei der Kohle. Eventuell auch noch da unten. Ja, also ich müsste recht schnell da und da zumachen. Und dann hier ganz viele Mining Drills aufbauen, um die Turbinen alle zu betreiben. Das heißt, eventuell setze ich die Turbinen auch von da um nach da irgendwo, weil es dann wesentlich näher dran ist. Weil das kleine Feld da wird nicht langfristig eine riesige Anlage an Turbinen befüllen können. Das passt einfach nicht. Jo. Achso, dich, wo bist du? Da bist du. Zack. Und ich kann nicht mehr einfach so in die Welt ballern. Ah, man sieht das jetzt auch optisch. Sehr cool. Sehr, sehr schön. Na gut, aber jetzt, wie gesagt, Pause und wir sehen uns gleich wieder.